World Cup, Ninjas, Live-Events. In Fortnite gab es schon viele gute Momente und es gab natürlich in den letzten 5 Jahren auch verdammt viele geniale Momente. Deswegen die 10 besten Momente in den letzten Jahren in Fortnite. Nummer 10. Und dabei muss ich wirklich aufpassen, in dieser Liste nicht irgendwie voll mit Live-Events zu klatschen. Es gab auch viele coole andere Momente und so weiter. Aber ich würde sagen, eines der besten Momente überhaupt war vor 2 Jahren mit dem Travis Scott-Konzert. Marshmello war cool. Marshmello das erste Mal das Konzert, ne, damals in Chapter 1, war schon nice. Ob man die Musik jetzt von Travis Scott mag oder die Liebe von Marshmello mag, na, sei dahingestellt. Geschmäcker sind unterschiedlich. Einige mögen vielleicht die Musik besser oder sonst was. Aber vom Event, vom Impact, vom Aufbau, von dem gesamten Konzert und so weiter, hat Travis Scott das sowohl technisch als auch audiovisuell sowas von getoppt. Es war ein Mega-Event. Und in meinen Augen auch, glaube ich, eines der krassesten Events, die wir damals schon hatten und miterlebt haben, ne, und die wir gestreamt haben. Der Bait mit der kleinen Bühne, dass dort ja eher, genauso wie Marshmello, eher ein kleines Konzert stattfindet. Und dann kam die riesengroße Präsentation. Der Aufbau war einfach so viel nicer. Und das hat natürlich auch die gesamte Mediengesellschaft, sag ich mal, aufgerüttelt. Die sozialen Medien sind explodiert, wie phänomenal das Live-Event war. Das Travis Scott-Album ist direkt nach diesem Live-Event auf Platz 1 in den Charts gekommen, ne? Nummer 9. Und umso nicer auch dann natürlich der nächste Moment. Tatsächlich eines der geilsten Seasons überhaupt. Und auch natürlich Geschmackssache. Gibt viele coole Seasons. Ich meine, wir sind bei Season 22. Natürlich gibt es viele coole Seasons. Aber genau die Season, wo das Travis Scott Live-Event auch stattfand. Und dann tatsächlich auch noch nicht das einzige war, sondern 2 Live-Events. Geniales Thema. Geile Kooperation. Geile Map-Änderungen. Ein richtig krasser Hype da, der entstanden ist. Hat richtig Bock gemacht, logischerweise. Dann haben wir nicht nur ein Live-Event bekommen, sondern noch ein zweites. Es gab die Agentenräume und. Also viele coole Änderungen, die das Spiel auf jeden Fall ordentlich abgerundet haben. Und wie gesagt, natürlich kann man so eine Liste jetzt hier mit 10 geilsten Seasons machen. Es gab viele coole Seasons. Sei es Weihnachten, sei es Wüste oder was auch immer. Ne, aber ich glaube, diese Season ist für mich eine sehr Highlights gewesen in Chapter 2 und von allen Seasons in Fortnite tatsächlich in den gesamten letzten 5 Jahren. Genauso wie der nächste Highlight der Top 10 besten Momente in Fortnite. Ihr könnt natürlich auch eure geile Momente runter in die Kommentare schreiben, ne? Wir haben schon, glaube ich, ein ähnliches Video gehabt, aber da ging es um die 10 Momente, wo Spaß gemacht hat, ne? Damals so rund um Hype und so weiter. Aber nichtsdestotrotz, ne, fassen wir hier nicht die Season an sich zusammen, auch wenn die mega nice war. Aber für mich der geilste Moment überhaupt, wo Fortnite dann so richtig aufgedreht hat, finde ich, war in Season 4, wo der Thanos-Modus das erste Mal reingekommen ist. Damals war sowieso Avengers Infinity War gerade in aller Munde. Ich habe die Filme gefeiert mit Infinity War, habe mich mega drauf gefreut, dass auf einmal dieser Mega-Film mit allen Superhelden reinkam. Und dann kam auf einmal in Fortnite Thanos rein. Und der hat so viele neue Fähigkeiten reingebracht, die OP waren, ne, komplett alles zerstört haben, bis auf eine Skybridge. Eine Skybridge war stärker als Thanos. Und das war wirklich ein Highlight damals, ne, in einem Battle Royale Spiel. Was ist da los? Oh, der Thanos Orange Justice. Oh, nee. Nummer 7. Nachdem wir in Season 4 so richtig verwöhnt wurden, ging es auch direkt weiter. Und ich glaube, das ist eines dieser Geschichten in Fortnite gewesen, die bis heute zu den absoluten Favoriten gehören. Und zwar das Auftauchen von Kevin auf der Karte. Kevin, die Existenz von denen, dass er über die Karte gerollt ist. Das war dieser Moment in Fortnite, wo nochmal die Leute so richtig über das Mysterium spekuliert haben, geguckt haben, was dieser Würfel macht. War einfach interessant gemacht, ne? Das war ein cooles Mysterium. Genau sowas vermisst man heutzutage irgendwie trotzdem noch. Das war so ikonisch für Fortnite, dass sogar selbst danach, irgendwie 2 Jahre später, in Season 8, Chapter 2, Kevin dann wieder kam. Mit noch mehr Würfeln, mit goldenen Würfeln, eine ganze Würfelarmee. Und dann wurde das Ganze nochmal aufgedreht. Und das zeigt einfach auch, wie, sag ich mal, krassen Impact dieser Würfel hatte und was das für ein geiler Moment in der gesamten Geschichte von Fortnite war. So nice, dass es halt auch wieder in den See gefallen ist, ne? Auch wenn es nur ein Mini-Event in dem Sinne war, ne? Wie ihr seht, das ist kein super krasses Live-Event. Hat sich in der nächsten Season dann fortgesetzt. Kevin an sich in Fortnite war eigentlich immer eines der Top-Momente, die wir jemals in dem Spiel erlebt haben. Zu einer Zeit, die natürlich nochmal so viel neue Mysterien bot. Und Kevin war dabei ein ziemlich, ziemlich cooler Eintritt, als auch natürlich ein ziemlich krasser Abschied. Nummer 6.
Ah, seid ihr bereit für eine kleine Zeitreise? Eines der krassesten Momente damals in Fortnite, die auch tatsächlich einen großen Impact hatten, aber auch natürlich mega unscheinbar waren, bis auf die Holzklöten hier, ne? Ist tatsächlich die Spielwiese. Ne, ist im Vergleich vielleicht zu einem Live-Event jetzt nicht super, super spektakulär oder sowas. Aber damals, das war glaube ich auch Season 4, ne? Würde ich meinen, war in Season 4, wenn ich mich nicht täusche, vielleicht Season 3 noch. Damals für ein Spiel, was sowieso mega für seine Baumechanics bekannt war, hat natürlich dann nochmal so ein paar richtig, richtig crazige Ideen geboten. Ich vermisse einfach so diese simple Zeiten, einfach so eine verrückte Rampe zu bauen und dass die Leute einfach noch Bock drauf hatten. Ne? Und genau das hat die Spielwiese damals geboten. Man konnte so viele coole Sachen bauen, man konnte so viele verrückte Ideen bauen und umsetzen. Und die Spielwiese bot dann tatsächlich einen Spielplatz für ein Spiel, was sowieso mit Baumechanics, sage ich mal, bekannt geworden ist. Natürlich sein Alleinstellungsmerkmal war, hat die Spielwiese da ein paar richtig, richtig coole Momente gesorgt. Da gab es ein paar nice Sachen wie das Stachelstadion, falls ihr euch noch daran erinnert. Ne? Das wäre jetzt was eher tatsächlich für so 10 Sachen, die sich an kaum einer mehr erinnert. Aber das Stachelstadion damals, die man bis zur Unendlichkeit in den Himmel, stapeln konnte. Nummer 5. Eines der Top 10 Momente ist und bleibt natürlich die Mutter aller Live-Events. Der Start von allen großen Live-Events, die wir heute haben, und zwar der Raketenstart. Das war der Moment in Fortnite, glaube ich, der auch für mich einen sehr, sehr, sehr krassen Eindruck hinterlassen hat, dass in einem Multiplayer-Spiel sowas möglich war. Die Inszenierung dabei, ne, der Aufbau und dann auch wieder dieses Mysterium dahinter. Das war der Raketenstart. Ne, klar gab es danach auch noch viele, viele coole Live-Events. Auch das letzte Collision war 10-mal so lang wie das hier. Dieses Live-Event ging 2 Minuten oder sowas. Ne, Collision ging doppelt, es ging 12 Minuten. Ne, also vergleichsweise, ne, viel, viel cooler dann nochmal gemacht, technisch cooler und so weiter. Aber zur damaligen Zeit, auch Season 4, ihr merkt, ne? Season 4 war schon tatsächlich ein sehr, 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 sehr krasser Wendepunkt oder beziehungsweise hat so viele Sachen in Fortnite etabliert, die dann bis heute tatsächlich zu den besten Momenten ever gehören. Natürlich, wenn das erste Mal ist, immer eindrucksvoll, ne? Hätten wir jetzt das erste Mal überhaupt ein Live-Event in Fortnite oder sowas, dann wäre das natürlich auch nochmal was anderes. Stell dir mal vor, in den letzten 5 Jahren hätten wir nicht ein einziges Live-Event, keine Rakete, gar nichts. Und dann würde jetzt in Fortnite tatsächlich sowas passieren wie tatsächlich die Rakete oder sowas. Das würde, glaube ich, nochmal Fortnite ziemlich ändern, aber das ist halt nochmal vor 4 Jahren passiert, deswegen kennt man das schon. Aber ich glaube, das war das nur mit der Moment, wo auch viele Leute richtig, richtig Bock auf Fortnite bekommen haben und auch verstanden haben, dass Fortnite das irgendwie sowas wie eine Story hat. Und das war der Effekt, der Generationen von Fortnite geprägt hat. Nummer 4. Eines der Top-Momente ist und bleibt das größte Event in Fortnite. Und zwar 2019 World Championship, die WM, die einzige WM in Fortnite, die wir bisher jemals hatten. Natürlich dadurch die größte oder sonst was, ne? Aber damals in 2019, Chapter 1, ne, war das auf jeden Fall ein Mega-Event. Die Besten der besten Spieler haben gegeneinander angetreten. Es war dann richtig nice, dann mitzufiebern. Wenn man sich das jetzt so anschaut, wie Maitro oder Mungral, ne, die alle aufgehört haben, und wenn man hier so durchskippt, ne, war das auf jeden Fall schon ein spektakuläres Event. Ne, wir hoffen natürlich, dass endlich 2023 dann die nächste WM stattfindet. Wegen Corona ist ja so ziemlich ein Jahr danach, ne, ist ja Corona aufgetaucht nach der WM, nicht mal ein halbes Jahr. Und somit wurden dann alle WMs oder Offline-Events, sag ich mal, abgesagt. Und seitdem hatten wir nicht mal wirklich was Großes. Jetzt gibt es eine Mini-WM, ne, im November. Kommt natürlich dem nicht nahe, aber World Cup war ein anderes Feeling. Es war ein anderes Feeling, wo die ganzen guten Spieler weltweit sich endlich beweisen konnten. Legenden wie Aqua, Bugger wurden dort geboren, ne, und wurden selbst für dann europäische Zuschauer, sag ich mal, gezeigt. Ne, von Bugger hat man damals vorher nichts gehört, wenn man nicht gerade in amerikanischen Streamern oder so unterwegs war. Und da hat er abrasiert. Und da seitdem hat sich natürlich die Spielerlandschaft komplett geändert. Die Spieler haben sich komplett geändert. Es gibt tausende von neuen Spielern, die sich komplett gewechselt haben oder so weiter. Deswegen wäre es jetzt tatsächlich noch umso spannender, wer tatsächlich der Weltmeister ist und in Fortnite. Und natürlich auch, was die Seasons angeht, hat sich ja auch alles geändert. Nummer 3. Eines der Top-Momente dann natürlich auch in Fortnite tatsächlich das allererste Mal eine neue Map. Ob ihr die Map danach gemögt habt oder nicht, ob ihr Chapter 2 mochtet mit der neuen Karte und die alten Orte vermisst habt, sei dahingestellt, ne? Ist wie immer auch wieder Geschmackssache. Aber trotzdem, der Moment,
das allererste Mal eine neue Karte in Fortnite zu entdecken. Mit all diesen neuen Mechanics wie Fischen, Schwimmen, ne, es gab Medaillen und. Es hat sich so eine Menge geändert, so viele neue Sachen kamen rein, dass das tatsächlich in meinen Augen auch wirklich eines dieser einzigartigen Top-Momente in Fortnite war. Nachdem wir tagelang auf ein schwarzes Loch geguckt haben, dann der Wechsel auf diese neue Insel in eine neue Heimat war unvergesslich, aber auch der erste Absprung. Dieser Moment hier war nur ein einziges Mal. Dieser kleine Übergang von einem Video, dann in das Spiel rein, auf die Battle Royale Insel mit dem Soundtrack im Hintergrund. Das war so nice. Ob es danach Spaß gemacht hat, ist egal. Ne, tatsächlich, aber dieser Moment, der ist hängen geblieben. Das war der Moment, den man in Fortnite tatsächlich echt gerne mitgenommen hat. Und worüber ich froh bin, dass ich den erlebt habe. Nummer 2. In meinen Augen eines der coolsten Sachen, die wir jemals gehabt haben in Fortnite. Also wirklich, Top 3 Momente in meiner gesamten Laufbahn von 5 Jahren Fortnite war tatsächlich dieser Raketenstart. Ne? Wieder ein Raketenstart. Das, was in Season 4 anfing, ne, und quasi den Maßstab gesetzt hat, wurde hier nochmal ins Extreme gedreht. Mehr Raketen, coolere Musik, geileres Erlebnis, bessere Effekte, ne, technisch besser umgesetzt. Es war einfach in allen Belangen besser. Und in meinen Augen bis heute wahrscheinlich sogar das beste Live-Event. Wenn auch natürlich viele coole andere Live-Events. Zum Beispiel Season 6, Chapter 2. In meinen Augen auch technisch super wunderschönes Live-Event. Kommt dem auf jeden Fall sehr nah dran. Collision sowieso nice gewesen. Oder gegen die Würfelkönigin war auch super gemacht. Aber das ist irgendwie noch immer so dieses i-Tüpfelchen. Ne? Das hat noch diesen kleinen Prozent. Gerade auch wegen der Musik. Aber auch weil direkt danach der unvergesslichste Moment in meinen Augen fast stattfand in Fortnite. Nummer 1. Der Moment, wo alles zusammenkam. Wo Chapter 1 2 Jahre zusammenkam. Seit dem ersten Raketenstart, ne, wo der Riss im Himmel geöffnet wurde, bis zu Season 10, wo wir dann wieder eine Rakete hatten. Wo die Besucher tatsächlich als die 7 bezeichnet wurden. Wo die Story in Fortnite bisschen mehr Schwung bekam, wir haben den Zero Point offenbart, aber der entscheidendste Punkt in Fortnite, ich glaube, der ikonischste Punkt überhaupt, der Moment, wenn man den erlebt hat, einfach nur magisch war, einzigartig war, der größte Marketing-Move in der gesamten Gaming-Geschichte, den ich jemals erlebt habe, und ich zocke Spiele seit 20 Jahren, alles Mögliche von allen Konsolen, hört sich mega übertrieben an, aber es ist so, war das schwarze Loch. Das schwarze Loch, darüber haben alle geredet. Die ganzen sozialen Medien waren voll. Fortnite, das größte Battle Royale-Spiel, das beliebteste Multiplayer-Spiel zu der Zeit, hat ihre Server beendet und es gibt nur noch ein schwarzes Loch zum Angucken. Für mich einfach der beste Moment in Fortnite, tatsächlich der krasseste, der war der Moment, wo man Fortnite gar nicht spielen konnte, oder? Hängt natürlich mit dem Live-Event zusammen, keine Frage. Ne, das Live-Event war cool aufgebaut, aber das schwarze Loch an sich, dieser Übergang auf die neue Map und so weiter. Das war tatsächlich das Einzigartige. Nicht so einzigartig wie das Video auf der rechten Seite, die ihr euch angucken solltet, über 70 neue Skins für Chapter 4, für die neue Season, die jetzt in der nächsten Zeit rauskommen. Dort wird es bestimmt wieder so ein paar nice Exemplare geben für euch. Checkt es aus. Ein Like-Button würde mich natürlich freuen, wenn ihr dieses Video unterstützen wollt im Algorithmus. Und gebt mir Flosse. Flop!